Ja, schönen guten Morgen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen lebensbewegenden Thema mit dem zauberhaften Kurt Tepperwein. Guten Morgen, lieber Kurt. Oder Sami, einen wunderschönen guten Morgen zu einem traumhaft schönen Tag und natürlich allen, die zuschauen und zuhören, ebenso. Ja, heute haben wir wieder ein entscheidendes Thema für euch, und zwar, wie Sie vom Leben alles bekommen. Ja, du sprichst ja immer so schön vom Lagerhaus der Schöpfung, in dem alles abrufbar ist, lieber Kurt. Bildhaft sitze ich jetzt heute mal dort. Dann schauen wir, wie wir die Bestellungen losschicken können. Aber wenn wir ganz vorne anfangen, wie sind denn so die ersten Schritte, die wir uns bewusst machen sollten? Ja, machen wir uns einmal bewusst, wir alle sind Schöpfer und schöpfen ständig und verursachen so unser einmaliges Schicksal selbst. Also auch in diesem Augenblick jetzt verursachen sie Zukunft. Warum also nicht eine Zukunft, auf die sie sich freuen? Und dabei ist alles möglich, was sie sich vorstellen und glauben können. Dem Leben ist es vollkommen gleich, was sie verursachen. Gesundheit, Erfolg, Wohlstand oder Glück, es ist ihre Wahl. Und ganz gleich, wie die Umstände gerade sind, viele lassen sich von Tatsachen so beeindrucken, aber in dem Moment, wo sie eine andere Ursache setzen, ändern sich die Umstände ja, also sind die ohne jede Bedeutung. Ihr Schicksalsmagnet ist ihr So-Sein. Ihre erlebte Realität ist nur ein genaues Spiegelbild ihres So-Seins. Macht also ihr So-Sein sichtbar als Ereignis, als Situation. Im Spiegel der Lebensumstände sehen Sie ihr So-Sein. Aber ein Spiegel kann natürlich nur zeigen, was da ist. Das heißt, alles, was in Ihrem So sein nicht enthalten ist, kann sich nicht als Realität zeigen. Aber umgekehrt, alles, was enthalten ist in ihrem So sein, muss zu ihrer erlebten Realität werden. Und das tut es dann auch. Allerdings, solange Sie in der Illusion leben, ein Mensch zu sein, wie leider die meisten, verursachen Sie diese ganzen menschlichen Probleme. Ärger, Schwierigkeiten, Sorgen, Ängste und so weiter durch ihr So-Sein, eben durch die Unvollkommenheit der Illusion des Menschseins. Solange sind sie noch im Traum und leben noch gar nicht wirklich. Denn das Leben eines Menschen beginnt nicht mit der Geburt seines Körpers, sondern erst in dem Moment, wenn er zu sich selbst erwacht, sich erkennt und erinnert, wer er wirklich ist. Und tatsächlich, die meisten Menschen leben oder sterben, ohne je wirklich gelebt zu haben. Also fangen Sie gleich jetzt an, bewusst zu leben, denn erst damit haben Sie Ihre geistige Geburt vollendet. Ja, das sind die alles entscheidenden ersten Schritte. Also alles ist möglich, was wir uns vorstellen und glauben können. Wie du so schön sagst, das Leben ist gleich, was wir verursachen. Ob jetzt der Bordeaux-rote Rolls-Royce oder die Packung Tempotaschentücher, alles vorhanden im Lagerhaus der Schöpfung. Und die Tatsachen, das ist, glaube ich, das Hauptproblem, dass die meisten die als gegeben hinnehmen. Dabei wurden die ja nun mal so getan, wie du immer so schön sagst, so verursacht. Man kann sie jederzeit neu verursachen. Ja, und sobald sie zu sich selbst erwacht sind und wieder leben als der, der sie wirklich sind, wartet das Leben nur noch auf ihre Anweisung. Aber als erwachtes Bewusstsein ziehen sie ganz von selbst die Menschen, Dinge, Ereignisse, Situationen und Umstände in ihr Leben, die ihrem erwachten Bewusstsein entsprechen, ohne dafür eine besondere Ursache zu setzen, weil sie dann ein lebender Magnet für die natürliche Fülle sind. Bis dahin aber können Sie alles verursachen, ganz gleich wie die Umstände gerade sind, einfach indem Sie die entsprechende Ursache setzen und in 5 Schritten sind Sie am Ziel. Ja, Machen es wir ist. die 5 Schritte bewusst. Der erste Schritt ist die Vorbereitung. Das heißt, die Analyse der Situation. Ich muss erstmal Bestandsaufnahme machen, mir einen Überblick verschaffen.
Dabei erkenne ich, Fülle oder Mangel sind Ausdruck eines bestimmten Bewusstseins. Das heißt, mit einem Mangelbewusstsein können Sie gar nicht in der Fülle leben. Und mit einem Füllebewusstsein können Sie die Fülle nicht mehr vermeiden. Und entscheidend ist, worauf Sie vorwiegend Ihre Aufmerksamkeit richten. Auf den erlebten Mangel, wie die meisten Menschen, auf die Probleme, die Schwierigkeiten und verursachen damit laufend neue Probleme und Schwierigkeiten. Oder aber auf die natürliche Fülle, die Sie damit verursachen. Aber entscheidend ist natürlich, als wer Sie leben. In der Illusion, ein Mensch zu sein oder als der, der Sie wirklich sind, als erwachtes Bewusstsein. Beenden Sie also sofort und zuverlässig die Identifikation mit der Illusion des Ich, am besten jetzt gleich, indem Sie Ihren Körper als bewusster Beobachter beim Leben zuschauen. Denn was Sie beobachten, können Sie ja nicht sein. Sie sind der Beobachter und Ihr Körper, Ihr Verstand, Ihre Persönlichkeit sind der Beobachtete. Und da weist uns ja allein schon die Weisheit der Sprache darauf hin, dass ich nicht mein Körper bin, denn Sie sagen ja auch, ich habe einen Körper, ich habe einen Verstand, ich habe eine Persönlichkeit. Also das, was Sie haben, können Sie ja nicht sein. Sie sind der, der das sagt. Sie sind der Besitzer, der Benutzer, der Erfahrende. Und jeder Mensch ist ein Energiefeld mit einer einmaligen Schwingung. Das ist seine energetische Signatur, sein So-Sein, das er ständig aussendet und damit entsprechende Ereignisse, Zukunft, Schicksal verursacht. Also machen Sie sich gerade mal bewusst, welche Energiequalität Sie in diesem Moment jetzt aussenden, was Sie damit verursachen und ob es das ist, was Sie überhaupt wirklich wollen. Und dann wandeln Sie unerwünschte Energien sofort um in erwünschte Energien. Das heißt, wir können es uns gar nicht leisten, schlecht gelaunt zu sein oder uns Sorgen zu machen oder gar uns zu ärgern. Ja, weil wir damit eine entsprechende Zukunft verursachen. Das heißt also, zur Vorbereitung gehört, übernehmen Sie die volle Verantwortung für Ihr Schicksal. Machen Sie sich bewusst, die Vorbereitung ist ganz wichtig, denn die Vorbereitung ist die Entscheidung. Also zur Vorbereitung gehört Ihre Antwort auf die Frage, wie ist die Situation? Was ist die Aufgabe? Was ist zu tun? Und was ist der nächste Schritt? So, und dann sind Sie vorbereitet, dann kann es losgehen. Ja, also der alles entscheidende Schritt ist ja wirklich die Entscheidung, als wer ich lebe. Denn über das Gesetz der Resonanz ziehe ich ja die ganz normalen menschlichen Probleme ins Leben, wenn ich mich als Mensch fühle, erlebe in dieser Illusion des Ich. Und dann Ich kann ja nicht manifestieren, wie du immer so schön sagst. Also das ist wirklich der alles entscheidende Schritt am Anfang, diese bewusste Entscheidung. Leider leben eben die meisten Menschen in der Illusion, ein Mensch zu sein. Und ich sage immer als Beispiel, wenn ich sonntags in den Zoo gehe, werde ich ja auch nicht zum Affen. Wenn ich in die Garage gehe, werde ich nicht zum Auto. Und wenn ich als Besucher hier zur Erde komme, dann werde ich kein Mensch, sondern ich bin immer noch der Besucher, der vorübergehend hier zu Besuch ist, um bestimmte Erfahrungen zu machen. Und ich bleibe natürlich der, der ich bin. Und wenn ich mir aber einbilde, jetzt hier ein Mensch zu sein, bin ich in der Illusion. Ja, das ist so, wie wenn ich im Zoo mir einbilde, ein Affe zu sein. Wenn ich dann wirklich in den Affenkäfig gehe, dann habe ich wirklich ein Problem. Ja, dann werde ich konfrontiert, dass das so nicht stimmt. Also sollten wir als erstes jetzt dieses Gespräch nutzen, um aufzuwachen und zu erkennen, wer ich wirklich bin. Und dann kommen wir zum zweiten Schritt. Der zweite Schritt ist Zielklarheit und Glaube. Die meisten Menschen wissen nämlich nicht, was sie wollen.
Sie wissen nur, was Sie nicht wollen. Also, Sie müssen wissen, was Sie wollen, überzeugt sein, dass es möglich ist und glauben, dass Sie es können. Wichtig ist Ihr Glaube, denn einem jeden geschieht nach seinem Glauben. Das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben. Ihre Erfahrung folgt immer Ihrer Überzeugung. Das heißt, Sie haben so viel Erfüllung, wie Ihr Glaube zulässt. Ihre erlebte Realität ist ein genaues Abbild der Summe Ihrer Überzeugungen. Und die gefühlte Freude und Dankbarkeit ist eine Auftragsbestätigung des Lebens, dass der Auftrag eingegangen, bereits in Arbeit ist und in Kürze geliefert wird. Wir können also alles vom Leben haben, einfach, indem wir es verursachen und, wichtig, fühlen, dass es ist. Ein tibetanischer Lama wurde mal gefragt, was das Wichtigste an einem Gebet ist. Und er hat gesagt, das Gebet oder die Affirmation oder die Meditation, das, was Sie hören, das ist nicht das Gebet, sondern das, was Sie hören, bringt uns nur in die Energie des Empfangens. Das heißt also, die Worte, die wir sprechen, sind nur dazu da, uns zu helfen, um in diese Energie zu kommen. Und Jesus hat einmal gesagt, empfangt, während ihr betet. Das ist wichtig. Das heißt also, es geschieht geistig in dem Augenblick, wenn wir uns glaubend eben dem zuwenden. Also prüfen Sie einmal, ob Sie wirklich, ganz gleich, was Sie verursachen, ob Sie fühlen, dass es ist. Im gleichen Augenblick fühlen, dass es ist. Das heißt, der Unterschied zwischen möglich und unmöglich ist Ihr Glaube. Denn das, was Sie glauben, bestimmt das, was Sie erleben. Moment, das ist noch nicht zu Ende, der Schritt. Da haben wir noch was. Ja. Ah, und auch ganz wichtig, wir sollten also vom Wollen zum Haben kommen. Machen wir uns bewusst, alles Wollen, Wünschen, trennt mich von der Erfüllung, verhindert die Erfüllung. Warum? Es beinhaltet den Mangel. Ja, ich hätte ja gern, weil ich es nicht habe. Ich muss es also erst geistig haben. Also Wünschen und Wollen verhindert zuverlässig das Bekommen. Kommen Sie also vom Wollen zum Haben. Das heißt, zu fühlen, dass es ist. Fühlen, dass es ist, heißt, dass es Teil Ihres So-Seins ist. Denn Ihr So-Sein ist Ihr Lebensfilm und alles, was in diesem So-Sein enthalten ist, muss zu Ihrer erlebten Realität werden. Aber wenn Sie es nur wollen, sich wünschen und hoffen und es nicht haben, ist es in Ihrem So-Sein nicht enthalten und kann überhaupt nicht zur Realität werden. Das ist genauso, wie wenn Sie sich einen neuen Anzug oder ein neues Kleid, wenn Sie ein neues Kleid haben wollen und sich das wünschen oder sich auch ganz lebendig vorstellen, es zu haben, haben Sie es dann? Natürlich nicht. Sie haben nur eine Vorstellung. Das heißt also, das verändert gar nichts. Ich muss es physisch haben, ich muss es geistig in Besitz nehmen. Dann erst habe ich es. Und dann muss es auch zur Realität werden. Und dann erlebe ich, das Leben macht keine Fehler. Wenn es in meinem So-Sein enthalten ist, dann wird es auch zu meiner erlebten Realität. Deswegen ist entscheidend, ob Sie es geistig in Besitz genommen haben, ob es bereits Teil Ihres So-Seins ist. Ja, da sehen wir, das stellt das Ego, das Ich, die Illusion des Ich, vor eine große Aufgabe, von dem Wollen zum Haben zu kommen. Denn da, das sehen wir, meist ist es ja der Wunsch, der uns trennt und das Wollen. Und da würde das Ego sagen, ja, wenn ich es nicht wollen würde, dann bräuchte ich es ja nicht. Ja, also wir brauchen tatsächlich das erwachte Bewusstsein. Das, wo ist er denn Bewusstsein, damit überhaupt dieser Schritt erfolgen kann? Ja, das Wollen ist tatsächlich ein erster wichtiger Schritt zur Erfüllung.
aber ich darf nicht da stehen bleiben. Ja. Der erfüllt mir noch nichts. Ich muss also erst einmal wissen, was ich will, haben wir ja gesagt, ganz klar. Aber das ist ein leeres Gefäß. Das gibt dem Leben nur die Form vor, aber da ist nichts drin. Jetzt muss ich also noch das füllen, das heißt geistig in Besitz nehmen. Okay, also wenn wir bereit sind, kommen wir zum dritten Schritt. Wir haben ja gesagt, in 5 Schritten sind wir am Ziel. Der dritte Schritt ist, Ihren Schicksalsmagnet zu sein, optimieren. Beginnen Sie also, Ihr So-Sein zu optimieren, indem Sie alle negativen Energien auflösen. Die Ärger, Sorgen, Stress und so weiter. Warum? Weil Sie damit eben entsprechend sorgenvolle, ärgerliche Zukunft verursachen, die Sie ganz sicher nicht haben wollen. Also sollten Sie diese negativen Energien auflösen. Dazu gehören auch negative Gedanken, Gefühle und Überzeugungen, bevor sie zu einer unerwünschten Realität werden. Und dann machen Sie positive Gedanken, Gefühle, Überzeugungen durch die Macht der Wiederholung zur Gewohnheit und löschen damit gleichzeitig eventuelle Verhinderungsprogramme in Ihrem Unterbewusstsein, schaffen Gesundheit, Erfolg, Wohlstand, Glück oder eben nicht, je nachdem, was Sie verursachen. Und wenn Sie wollen, dass die Welt lächelt, müssen Sie zuerst lächeln, denn Ihre erlebte Realität ist ja nur ein Spiegelbild. Das heißt, ein Spiegelbild kann nicht den Anfang machen, aber das Schöne ist, wenn Sie lächeln, muss der Spiegel Realität auch lächeln. Der kann nicht anders, der hat keine Wahl. Sie schon. Denn Ihr So-Sein von heute ist Ihre Realität von morgen. Ja, also wie du immer sagst, erst das Falsche lassen, dann das Richtige tun, also diese negativen Energien auflösen, über die Macht der Gefühle, die Macht der Wiederholung, das neue Programm etablieren im Unterbewusstsein. Und denn auch alle negativen Dinge sind ja eine Ursache, das vergessen viele. Also auch der Zweifel zum Beispiel, ja, der bestellt natürlich wieder ab. Ja, und Sie lassen Ihr So-Sein lächeln durch ständige gute Laune, unabhängig von den Umständen, durch ein wunderbares Wohlgefühl, mit dem Sie sich erfüllen, durch Ihr bewusstes Sympathischsein, durch die Richtung Ihrer Aufmerksamkeit, durch Ihr Selbstbild und Ihren Glauben, ja sogar durch Ihr Lächeln. Denn Ihr Lächeln verändert bereits das Energiefeld, das Sie sind und damit Ihre Schwingung und damit das, was Sie damit verursachen. Und Sie lassen Ihr So-Sein lächeln, vor allem, indem Sie alles loslassen, was Ihr Leben nicht schöner und besser macht. Und bewusst eintreten in die eigene natürliche Vollkommenheit. Das ist viel einfacher, als Sie denken. Sie können sofort damit beginnen, einfach indem Sie ab sofort alles, was Sie tun, ganz gleich, was es ist, so vollkommen wie möglich tun und erleben, wie Ihr ganzes Leben allein dadurch verwandelt, ja, verzaubert wird. Das heißt, Ihr So-Sein ist Ihr Schlüssel zur Macht, Ihr Schicksal, Ihre Zukunft, Ihr ganzes Leben zu verwandeln, ja, zu verzaubern. Fangen Sie an, Ihr Leben zu zelebrieren in heiterer Gelassenheit und treten Sie ein in ein märchenhaftes Leben. Also halten wir fest, alles, was in Ihrem So-Sein nicht enthalten ist, kann nicht zu Ihrer Realität werden. Aber alles, was in Ihrem So-Sein enthalten ist, muss zu Ihrer Realität werden. Ihre Realität ist nur ein Spiegelbild Ihres So-Seins. Und über den Schlüssel So-Sein können Sie Ihre Zukunft und alles verändern.
Dabei ist es ganz gleich, in welcher Situation Sie sind. Das kann man gar nicht oft genug betonen, weil so viele Realisten eben sagen, ja, das sind ja schließlich Tatsachen, die kann man ja nicht ignorieren. Natürlich sollte man sie nicht ignorieren, aber man kann sie ändern. Und sie können jederzeit eine neue Ursache setzen und dann ändert sich ihre Realität entsprechend. Alles ist erreichbar, einfach indem Sie es verursachen. Also machen Sie sich noch einmal bewusst, Ihr So-Sein ist Ihr Lebensfilm im Projektor. Die Realität erscheint nur vorne auf der Leinwand als Film. Sie können vorne auf der Leinwand, also an der Realität, nichts ändern. Das ist nur eine Wirkung. Wenn Sie was ändern wollen, müssen Sie zum Projektor gehen, müssen anders Film einlegen, sprich ein anderes So-Sein. Das heißt, indem Sie Ihr So-Sein ändert, ändert sich Ihr Lebensfilm, ändert sich Ihre Realität vorne auf der Ebene der Erscheinung. Deswegen sagt die Weisheit der Sprache ja auch, Realität tritt in Erscheinung, also nur in den Schein. Ja? Das ist keine Wirklichkeit, das ist der Lebensfilm. Und dann ist alles möglich, wirklich alles. Das gilt für Gesundheit ebenso wie Erfolg, Wohlstand, Glück. Ändern Sie Ihr So-Sein und damit Ihre Zukunft, Ihr ganzes Leben. Schaffen Sie sich einfach die Zukunft, in der Sie leben möchten. Ja, also der Schlüssel zur Bestimmung unserer Realität ist unser So-Sein, das meist unbewusste So-Sein, wie du ja immer sagst. Deswegen ist es ja so wichtig, sich das bewusst zu machen. Und auch wichtig ist ja, diesen Lebensfilm strahlen wir 24 Stunden am Tag aus. Ist also ein 24-Stunden-Kino. Und auch wenn wir schlafen, also sollten wir das tatsächlich in Ordnung bringen. Ja, und dann sind wir optimal vorbereitet. Dann haben wir erst einmal dafür gesorgt, dass wir nicht mehr eine Zukunft verursachen, die wir gar nicht haben wollen. So, und jetzt kommt der vierte Schritt, der vorletzte. Das Verursachen. Also, Sie setzen eine wirksame Ursache, indem Sie das Gewünschte geistig in Besitz nehmen. Und Sie nehmen es in Besitz, indem Sie sich in der Erfüllung erleben, im erfolgten Erfolg. Und das mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit verbinden. Und schaffen so die Energie der absoluten Gewissheit, der erfolgten Erfüllung und bleiben in dieser Energie, bis das gewünschte Realität ist. Damit hat der Verstand meistens seine Schwierigkeiten, weil er sagt, ja, ich kann ja nicht das in Besitz nehmen, was ich noch nicht habe, das will ich ja erst haben. Also er kann diese Energie der absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung, ohne dass sie in Erscheinung getreten ist, das kriegt er nicht hin. Aber in Wirklichkeit kennen wir das alle, wenn Sie beim Warenversandhaus was bestellt haben und die Dame sagt Ihnen dann, jawohl, der Artikel ist ab Lager lieferbar, ist in 3 Werktagen bei Ihnen und dann bedanken Sie sich und beenden das Gespräch. Aber dann hat sich ja scheinbar nichts geändert. Das heißt, das, was Sie gerade bestellt haben, ist ja noch nicht in Erscheinung getreten. Natürlich überblicken Sie in der Realität die Zusammenhänge und sagen, da kommt der Verstand und sagt, ja und, wo ist es? Da sagen Sie ihm, ja Moment, also ich habe es gerade erst bestellt. Die müssen ja jetzt den Auftrag ausfüllen, die müssen das vom Lager holen, die müssen das verpacken, zur Post bringen, die Post muss es zu mir bringen. Dann habe ich es. Das heißt also, in diesen 3 Tagen, bis das Bestellte bei Ihnen ist, erleben Sie die absolute Gewissheit der erfolgten Erfüllung. Ihre Arbeit ist getan, erledigt. Ja, Sie wissen, das ist unterwegs. Es ist noch nicht da. Aber das ist die Energie der absoluten Gewissheit der Erfüllung. Sie müssen gar nicht mehr daran denken, ist ja erledigt. Aber wenn Sie daran denken, dann sind Sie in dieser Energie. Ach ja, das muss ja jetzt auch kommen. Ich gucke mal nach, vielleicht ist es sogar schon da. Das ist die Energie der erfolgten Erfüllung, ohne dass es in Erscheinung getreten ist. Und in dieser Energie
sollten sie bleiben, bis es tatsächlich geschehen ist. Und damit geschehen wieder eine Reihe von Wunder. Einmal, damit haben sie am Start schon gewonnen. Es ist noch gar nichts geschehen und sie haben bereits gewonnen. Und das sollten sie sich ab jetzt für immer zur Gewohnheit machen. Sorgen Sie also dafür, dass Sie am Start schon gewonnen haben, einfach indem Sie die richtige Ursache setzen, als der, der Sie sind, als Bewusstsein und es in Besitz genommen haben. Und dann kann nichts mehr passieren, auch wenn es noch nicht in Erscheinung getreten ist. Dann haben Sie am Start schon gewonnen. Und das zweite Wunder ist, ein Misserfolg ist nicht mehr möglich. Weil wenn Sie es geistig in Besitz genommen haben, muss es zur Realität werden. Das Leben macht keine Fehler. Wir machen schon gelegentlich Fehler, aber das Leben macht keine Fehler. Das heißt also, wenn Sie das tatsächlich bis hierher richtig gemacht haben und Sie haben eine wirksame Ursache gesetzt und haben die geistig in Besitz genommen, dann gibt es keinen Misserfolg. Und damit ist das nächste Wunder: Ab jetzt wird jedes Vorhaben zu einem Erfolg. Einfach indem Sie dafür sorgen, dass Sie am Start schon gewonnen haben. Sie müssen nur noch die richtige Ursache setzen. Gibt es bis dahin irgendwas? Ja, also mir fällt nur auf, wie du sagtest, das Entscheidende, dass diese absolute Gewissheit der erfolgten Erfüllung, darin zu bleiben in der Energie, die nicht mehr zu ändern, das ist die Herausforderung. Denn wie du sagst, mit dem Gefühl pflegen wir eine ständige Kommunikation mit dem Leben und auch dieses Gefühl des Zweifels, hoffentlich klappt das oder ist das vielleicht nicht das Richtige, bestellt natürlich wieder ab, ohne dass wir es merken. Ganz genau. Ja, auch nur der Gedanke, was viele haben, hoffentlich hat das geklappt. Ja. Damit ist es wieder eine Möglichkeit geworden. Und sind Sie aus der Energie der Gewissheit der erfolgten Erfüllung ja raus. Und das ist eine Abbestellung. Und das kommt natürlich sehr häufig vor. Das heißt also, wann immer jemand kommt und sagt, ich habe das versucht, was Sie sagen, aber das hat bei mir nicht geklappt, dann kann ich ihm sagen, ich weiß nicht, was Sie gemacht haben. Aber ich weiß, dass Sie es nicht richtig gemacht haben können, denn das Leben macht keine Fehler. Wenn Sie die Schritte wirklich vollzogen haben, muss das Leben, das ja nur ein Spiegelbild ist, muss das Leben das auch widerspiegeln. Also gehen wir das mal durch und dann sagt er meistens, ja, also ich sage immer genau, was ich gemacht habe. Also ich habe Zielklarheit geschaffen, mir genau vorgestellt, was ich haben will. Ich habe es geistig in Besitz genommen, indem ich gefühlt habe, wie es sich anfühlt, wenn ich das hätte und mich gefreut und das mit Dankbarkeit verbunden. Das wäre schön, wenn ich das kriege. Also, aber es ist nicht gekommen. Da sage ich, ja, und? Sie haben es ja nicht zu Ende geführt. Sie haben sich vorgestellt, wie es wäre, wenn Sie es hätten. Aber wäre, hätten, heißt nicht, ich habe, sondern Sie sind noch immer im Wollen. Und Sie haben es nicht wirklich in Besitz genommen, sondern Sie haben sich nur vorgestellt, es in Besitz zu nehmen. Aber die Vorstellung verwirklicht nichts. Sie müssen es in Besitz nehmen. Also wann immer etwas bei jemandem nicht geklappt hat, und ich habe das zigmal erlebt und genau gesehen, konnte ich dann genau sehen, wenn wir diese 5 Schritte verfolgen, dass er irgendwo stecken geblieben ist und hat das nicht vollzogen. Also, ja, auch wenn wir scheinbar nichts tun, verursachen wir Zukunft. Also immer wieder einmal, auch jetzt, machen Sie sich wieder einmal bewusst, was Sie gerade ausstrahlen, was Sie damit verursachen und ob Sie das wirklich wollen. Sorgen Sie einfach dafür ab jetzt, dass Sie am Start schon gewonnen haben. Das ist Ihr Schlüssel zur Bestimmung Ihrer Zukunft. Und lassen Sie sich nicht mehr von Tatsachen beeindrucken, sondern schaffen Sie sich die gewünschten Tatsachen und dann ist wirklich alles möglich.
Ja, du erwähnst ja auch ab und zu, auch dieses sich wert fühlen spielt eine Rolle. Das kann auch abbestellen. Also für erwachtes Bewusstsein gibt es so etwas wie sich wert fühlen ja gar nicht. Alles ist gleichgültig, fällt mir so gerade auf. Also auch das kann natürlich noch in der Illusion des Ich ein Problem sein. Ja, das heißt ja, ich kann es nicht entgegennehmen, weil ich nicht wert bin, das zu bekommen. Und dann verweigere ich, ja, kommt es, und ich verweigere die Annahme und sage dann, ich habe es nicht bekommen. Okay, also wenn wir bereit sind, gehen wir zum fünften und letzten Schritt. Jetzt haben wir es zielklar geschaffen, haben unser So-Sein optimiert, haben es geistig in Besitz genommen. Der fünfte Schritt ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist ein Bewusstseinszustand, der das verwirklicht, wofür wir dankbar sind. Wenn wir die Dankbarkeit wirklich fühlen, also ehrlichen Herzens gefühlte Dankbarkeit, ist der Anfang aller Wunder. Warum? Ich kann nicht dankbar sein für etwas, was ich gerne hätte. Das eine schließt das andere aus. Wenn ich aber Dankbarkeit fühlen kann, dann habe ich es geistig bereits bekommen. Das heißt, das ist die Auftragsbestätigung des Lebens, dass es in meinem So-Sein bereits enthalten ist. Und dann entsteht natürlich das Gefühl der Freude, der Erleichterung und vor allem der Dankbarkeit. Also Dankbarkeit ist ein Gebet, das immer erhört wird und eine zuverlässige Ursache für die natürliche Fülle und der schnellste Weg zur Erfüllung. Das ganze Geheimnis besteht also darin, zu fühlen, dass mein Wunsch bereits erfüllt, meine Absicht verwirklicht ist, ich am Ziel bin, es erreicht habe. Und in dieser Energie der absoluten Gewissheit, der erfolgten Erfüllung zu bleiben, bis es als Realität in Erscheinung tritt. Sie müssen da nicht mehr dran denken. Wenn Sie was bestellt haben beim Warenversandhaus, müssen Sie auch nicht mehr dran denken. Aber wenn Sie daran denken, dann immer in der Gewissheit der erfolgten Erfüllung, damit Sie nicht aus Versehen wieder abbestellen. Und dieses Gesetz, das ist ein geistiges Gesetz, steht schon in der Bibel bei Markus 11, 24. Für die Bibeltreuen, die nachschauen wollen, da steht, bittet um was ihr wollt. Das heißt also, alles ist möglich. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch werden. Das heißt, ich muss es also geistig in Besitz genommen haben, dann muss es werden. Habe ich diesen zweiten Schritt nicht getan, habe es nicht in Besitz genommen, kann es nicht werden, weil es in meinem Lebensfilm nicht enthalten ist. Und dazu müssen wir noch etwas lernen, nämlich mich in jeden gewünschten Endzustand hineinzuversetzen und ihn als meine Realität zu fühlen. Und dieses Gefühl der erfolgten Erfüllung zu halten, bis sich das Gewünschte als meine Realität verwirklicht hat. Und dabei nutze ich auch die Macht der Wiederholung. Das heißt, ich erlebe mich immer wieder in der erfolgten Erfüllung, bis mich ein starkes Gefühl der Freude und Dankbarkeit erfüllt als Bestätigung der erfolgten Erfüllung. Und meine gefühlte Dankbarkeit verändert ja sofort meine energetische Signatur, mein So-Sein und macht mich magnetisch für die Erfüllung im Außen. Niemand wird je vergebens danken. Gibt es dazu noch irgendwas? Also die Macht ständiger Dankbarkeit, dazu hatten wir ja auch mal ein Gespräch, das ist wirklich eine der größten Ursachen, kann man da nur sagen. Sollte jeder praktizieren. Ja, schauen wir mal, was noch zur Dankbarkeit gehört. Ja, also man kann es gar nicht oft genug sagen. Ohne die Gewissheit der erfolgten Erfüllung ist Erfolg nicht möglich. Und mit der Gewissheit der erfolgten Erfüllung ist der Erfolg unvermeidbar. Entscheidend ist also Ihr Glaube. Denn das, was Sie glauben,
bestimmt das, was Sie erleben. Bleiben Sie also einfach in der Energie der erfolgten Erfüllung, bis das Gewünschte Realität wird. Das ist das ganze Geheimnis. Und Sie schaffen die absolute Gewissheit des erfolgten Erfolgs am leichtesten durch Danken. Denn die ehrlichen Herzens gefühlte Dankbarkeit zeigt, dass ich erhalten habe. Denn ich kann nur danken für etwas, das geschehen ist. Und mit der Macht der gefühlten Dankbarkeit können Sie tatsächlich alles in Ihrem Leben in Erscheinung rufen, wofür Sie ehrlichen Herzens danken können. Das heißt, mit Ihrer gefühlten Dankbarkeit praktizieren Sie die Kunst des Vorauserlebens und geben damit der Zukunft die gewünschte Form. Bleiben Sie in der Energie der absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung, bis das gewünschte Realität ist. Und alle Schritte zusammen machen Ihren Erfolg unvermeidbar, ganz gleich wie die Umstände gerade sind. Die Umstände können noch so schwierig sein oder gar katastrophal oder aussichtslos. Das ist ohne jede Bedeutung, weil sie die sich ja sofort ändern, wenn Sie eine andere Ursache setzen. Gehen Sie einfach zum Abschluss hinein in den, der es erreicht hat, der am Ziel ist. Bleiben Sie in der Energie, es ist vollbracht. Und fühlen Sie, dass es ist. Und damit haben Sie das Gewünschte in Besitz genommen und erleben, Sie sind der Schöpfer und Ihr Leben ist Ihr Meisterwerk. Und als letzten Schritt segnen Sie die erfolgte Erfüllung, damit sie sich für alle Beteiligten segensreich auswirkt. Seien Sie ein Segen für jeden, der das Glück hat, Ihnen zu begegnen. Treten Sie ein in die Erfahrung ständiger Dankbarkeit, erwarten Sie ein Wunder und Sie werden es erleben. Nicht irgendwann, jetzt. Danke, lieber Kurt, für deine goldenen, hilfreichen Worte. Jetzt kann es jeder praktizieren. Wunderbar, aber wie immer zum Schluss fassen wir noch einmal zusammen die Schritte. Und jetzt diese Zusammenfassung bitte nutzen, zu prüfen, habe ich diesen Schritt vollzogen oder ist da noch etwas zu tun, damit nicht irgendein Schritt fehlt und Sie auch zu der Schar derer gehören, die sagen, bei mir klappt das nicht. Machen Sie sich von vornherein bewusst, geht nicht, gibt's nicht. Klappt nicht, kennt das Leben nicht. Wenn Sie etwas tun, dann geschieht es auch. Aber die Saat bestimmt die Ernte. Wenn Sie nicht säen oder nicht richtig säen oder zum falschen Zeitpunkt säen oder das Falsche säen, dann ist die Ernte eben entsprechend. Also, jetzt ganz konkret prüfen, habe ich diesen Schritt vollzogen. Erstens, entscheidend ist, als wäre sie leben. Lebe ich in der Illusion, ein Mensch zu sein oder in der Wirklichkeit meines wahren Seins als erwachtes Bewusstsein? Und kann ich das fühlen? Weil viele wissen, ich bin vollkommenes, ewiges Sein, aber sie fühlen sich als Mensch. Und das ist natürlich entscheidend. Das Wissen bewirkt gar nichts. Das ist nur da. Das heißt also, entscheidend ist, als wen sie sich fühlen. Das ist der erste Schritt. Dann, haben Sie ein Mangelbewusstsein oder ein Füllebewusstsein? Dann sollten Sie das ändern. Und Ihr Werkzeug, das zu ändern, ist Ihre Aufmerksamkeit. Richte ich also meine Aufmerksamkeit auf die Schwierigkeiten des Lebens oder auf die gewünschte Erfüllung? Und das entscheidet wieder, ob Sie im Mangelbewusstsein oder im Füllebewusstsein sind. Dann schaffen Sie Zielklarheit. Die meisten wissen nur, was sie nicht wollen, aber nicht, was sie wollen. Also, die sollten wissen, was sie wollen,
überzeugt sein, dass es möglich ist und glauben, dass sie es können. Und dann, nächster Schritt, optimieren Sie ständig Ihr So-Sein, denn damit verursachen Sie ständig entsprechende Ereignisse, Ihre erlebte Realität. Sie können es sich also ab jetzt nicht mehr leisten, auch nur schlecht gelaunt zu sein oder gar sich zu ärgern, sich Sorgen zu machen, weil Sie damit zuverlässig eine ärgerliche, sorgenvolle Zukunft verursachen. Aber das Schöne ist, jede Veränderung, mag sie noch so klein sein, Ihres So-Seins, verändert Ihre Zukunft, Ihr Schicksal entsprechend. Ihr So-Sein von heute ist Ihre Realität von morgen. Und empfangen Sie, während Sie verursachen. Schieben Sie die Erfüllung nicht in die Zukunft. Damit haben Sie ja nicht empfangen, sondern empfangen Sie jetzt, während Sie verursachen. Dann, Sie setzen eine wirksame Ursache, indem Sie das Gewünschte geistig in Besitz nehmen, das heißt, sich in der Erfüllung erleben, im erfolgten Erfolg. Und das mit einem starken Gefühl der Dankbarkeit, der Erleichterung, der Freude verbinden. Und in der Energie der absoluten Gewissheit, der erfolgten Erfüllung bleiben, bis das gewünschte Realität ist. Ganz gleich, wie Ihre Umstände derzeit sind. Und ein Misserfolg ist nicht möglich, weil immer genau das geschieht, was Sie zuvor bewusst oder unbewusst, sehr oft unbewusst, verursacht haben. Sie müssen nur die richtige Ursache setzen. Und nicht vergessen, vom Wollen zum Haben kommen. Wenn das Leben, wenn Sie nämlich erfüllt sind vom Wollen, dann kann das Leben das nur widerspiegeln. Das heißt, es ist nicht da. Erst wenn Sie es haben, kann der Spiegel Realität das widerspiegeln als vorhanden. Deswegen unverzichtbar vom Wollen zum Haben kommen. Und machen Sie sich bewusst, auch wenn Sie scheinbar nichts tun, verursachen Sie Zukunft durch Ihr So-Sein. Weil viele sagen, Moment, ich habe nichts gemacht. Ja, sage ich, das genau ist die Ursache. Sie haben nichts gemacht und dann kann auch nichts erfolgen. Ja, das haben Sie damit verursacht. Und es verursacht, Sie verursachen also das, was Ihrem So-Sein entspricht. Und noch einmal, Wünschen und Wollen verhindert zuverlässig das Bekommen. Ja? Also es ist der erste Schritt, unverzichtbar. Ich muss erstmal wissen, was ich will, klar. Aber das bringt nichts, das ändert nicht mein Leben. Also dann müssen die anderen Schritte folgen. Der letzte Schritt ist wie immer, seien Sie dankbar für die erfolgte Erfüllung. Auch damit tut sich der Verstand oft schwer und sagt, ja, ich mache mir doch was vor, wenn ich dankbar bin für etwas, was ich nicht habe. Aber das ist das geistige Gesetz. Ich muss es erst geistig in Besitz genommen haben und meine gefühlte Dankbarkeit zeigt, dass das geschehen ist. Und dann muss das Leben das als meine Realität widerspiegeln. Denn Ihre gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür Sie dankbar sind, verändert Ihre Realität. Das heißt, das ganze Geheimnis besteht darin, zu fühlen, dass Ihr Wunsch bereits erfüllt, Ihre Absicht verwirklicht ist, Sie es erreicht haben und Sie bleiben in der Energie der absoluten Gewissheit der erfolgten Erfüllung, bis das gewünschte Realität ist. Damit ist Ihr Erfolg unvermeidbar. Und als letztes segnen Sie immer die erfolgte Erfüllung, damit sie sich segensreich auswirkt. Erwarten Sie ein Wunder und Sie werden es erleben. Nicht irgendwann, jetzt. Und weil mir viele sagen, ja,
Das ist wieder so viel, das kriege ich gar nicht alles im Moment geregelt oder habe ich nicht im Bewusstsein. Nochmal die Schritte zum Erfolg ganz kompakt, also ohne jede Erklärung, einfach nur die Schritte. Leben als ich selbst, als der, der ich wirklich bin, als Bewusstsein. Wissen, was ich will. Zielklarheit. Mein So-Sein ständig optimieren. Negative Energien sofort umwandeln. Sofort heißt sofort, bevor sie Realität werden. Dann eine wirksame Ursache setzen, Betonung auf wirksam und Dankbarkeit fühlen. Das heißt, vom Wollen zum Haben und Sein kommen. Empfangen, während ich verursache. Wünschen und Wollen verhindert das Bekommen. Einfach fühlen, dass es ist beim Verursachen. Und dann nur noch die erfolgte Erfüllung dankbar segnen. Das ist das ganze Geheimnis. Und dann wird Ihr Erfolg unvermeidbar. Danke, lieber Kurt, für diese Zusammenfassung der Zusammenfassung und deine segensreichen Zauberworte. Jetzt ist jeder gefragt, das auch zu fühlen und nicht nur zu wissen. Ich danke dir. Ich bedanke mich auch und wünsche allen, die zugeschaut und zugehört haben, viel Erfolg. Jetzt liegt es nur noch in Ihrer Hand. Das Leben wartet einfach auf Ihre Anweisung.